So, jetzt wiederhole ich es nochmal. Also, ich bin so schockiert. Die Kamera einschalten. Habe ich die nicht eingeschalten? Die hat sich ausgeschaltet bei dir. Ich mache noch einmal dies und jetzt mache ich noch einmal so. Jetzt aber. Okay. Also, ich lese gerade wieder Ich bin du und bin total im Positiven schockiert, weil ich nicht gemerkt habe, diese normale, herzlose Gesellschaft, das Ellbogenmentalität, ich habe das noch gar nicht bemerkt. Das erschüttert mich wirklich zutiefst, was da abläuft. Ich kann nicht beschreiben, wie sehr mich das schockiert, und zwar nicht jetzt in Form von, dass ich draufhaue oder es verfluche, sondern dass ich das noch gar nicht sehen konnte. Ich habe mir auch gewisse Sendungen mal politisch angeschaut oder manche Sachen. Aber jetzt merke ich das, wo ich sage, es stimmt ja wirklich. Vorher habe ich es nur gehört. Und das, jetzt, was du zu erkennen hast, ist, dass es um dich herum eigentlich nur KI sind. Und KI sind Egomanen. Und es ist ein großer Unterschied, ob du selber einseitig denkst und kritisierst oder ob du der bist, der das beobachtet, ohne das zu kritisieren. Erst wenn du wertfrei schaust, bemerkst du, was wirklich jetzt da ist an Einseitigkeit. Ja. Und der Schlüssel in die Freiheit sind immer diese einfachen Sätze. Ich kann die nur immer 1000 Mal wiederholen, und wenn das in dir auftaucht, hast du es noch nicht gecheckt. Ja. Und dann wirst du irgendwann nochmal merken, dass dich das in keinst einseitig ist. Einseitigkeit ist das große Problem. Ja. Und es einfach kommen und gehen zu lassen, das ist die Kunst. Das ist diese Verlogenheit, dieses Lass die Toten ihre Toten begraben. Ich habe so oft angesprochen, wenn du jetzt in einem katholischen oder religiösen Kontext bist, diese Trauer, wenn einer stirbt. Es ist so unendlich sinnlos. Es ist Leid, du erzeugst mit einem Programm, mit einem Schwamminhalt, mit einem anerzogenen Programm Leid, was so unendlich sinnlos ist. Ja. Jetzt kann ich nur wieder sagen, vom Säugling bis zum Greis, damit ist alles gesagt. Einfach nur sich bewusst machen, was ist. Jeder Moment zerstört sich selbst durch den neuen, nächsten Moment. Und jetzt bist du halt innerhalb eines kleinen Bezirks, abgezirkelten Bezirks, lebst du praktisch in deiner Welt, und die Bilder, die in dir auftauchen, hängen stark davon ab, wo du in der Esse zeigst. Das in der Esse ist dein inneres Sein. Ja. Und solange du was bekämpfst, denkst du an das, was du bekämpfst. Ja. Solange du etwas nicht haben willst, denkst du an das, was du nicht haben willst. Wär's dir gleichgültig, wird sich's in Luft auflösen. Und die Schwierigkeit ist das immer wieder, dass man rückwirkend sich selber eine Vergangenheit konstruiert. Das Hauptproblem ist, du musst, leg einmal deinen Fokus drauf, inwieweit du auf der tieferen Ebene, ich sage immer, es existiert knapp unter der Oberfläche, das nenne ich den Arbeitsspeicher. Ja. Inwieweit du zwanghaft ständig, wenn du spazieren gehst, wenn du irgendwo bist, im Hintergrund den Glauben hast, dass das, was jetzt ist, vorher entstanden ist. Genau. Genau. Das musst du durchschauen. Es ist vorher nie irgendetwas gewesen. Was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Ja. Das ist auch so ein Beispiel. Die Erklärung, die die Naturwissenschaft dazu gibt, ist schlichtweg ein einfacher Trugschluss, eine Selbstlüge, weil die klassischen Programme, die Egos, die KIs versuchen, sich am Leben zu erhalten. Die können nicht anders. Die sind so programmiert, möglichst lange am Leben zu erhalten. Aber du kannst was Ausgedachtes nicht am Leben erhalten. Nein. Es macht keinen Sinn. Nein. Du musst es sich verändern lassen. Genau. Da ist das, was ich auch immer sage, wenn hier sterben. Also zuerst einmal der erste Punkt, ein menschlicher Körper in deinem Bewusstsein, diese Information löst sich schon auf, wenn du ihn nicht mehr denkst. Ja. Und da kannst du jetzt nochmal schauen, was dir dieser größere Komplex an Vorstellung von Leben, das du bisher hattest, das Kommen und Gehen, das Wachsen, das Wiedervergehen, dass du das immer als Zeitfenster vor dich hinstellst. Und wenn du mal auf eine geistige Ebene kommst, ist es ein Geschenk, wo ich jetzt sage, bei den älteren Menschen. Ja. Das ist die große Masse, wenn die mal in sich die Reife gefunden haben, dass sie sich nicht mehr am Leben erhalten wollen, weil hier intuitiv erkannt wird, ich bin was anderes. Ja. Ja. Das Beispiel mit meiner Mutti, wo ich sage, die will ja, die hat eine Phase gehabt, wo sie dann sterben wollte. Jetzt ist es ja nicht so, dass die nur im Schmerz gelebt hat, wie wenn einer hier Sterbehilfe haben will, dass er aus dem Schmerz davon will. Das ist ein Erleben erhalten des Schmerzes. Ja. Jetzt nicht, dass die super gesund war oder was. Die hat auch ihre Wehwehchen gehabt, aber im Großen und Ganzen war das zu ertragen. Aber sie wollte einfach nicht mehr. Und ich sage, solange du weg willst,
hast du immer das Problem, solange du gesund sein willst, bist du krank. Solange du weg willst, bist du da. Ja. Du musst es geschehen lassen, du musst loslassen. Was war das Ende vom Lied? Sie ist eingeschlafen und dann aufgewacht. Jetzt ausgedachterweise. Mhm. Aber das ist eigentlich der Erweckungsprozess, wenn ein Geist dahinter ist. Ja. Das wirkliche Wachwerden ist was ganz was anderes. Und versuch bitte nicht in irgendeiner Form mit deiner jetzigen Logik dir vorzustellen, wie das danach ist. Das führt dich dann in diese ganze Jenseitsforschung hinein, die so eine Sackgasse ist. Dass ich immer wieder sage, hier, ich kann immer wieder nur dieselben Sachen ansprechen, dass du den Kant verstehst im Calvinismus. Es ist vollkommen gleichgültig, was eine Figur in deinem Traum macht. Man lebt in dieser religiösen Erziehung, dass das bestimmt, ob du danach in den Himmel oder in die Hölle kommst. Ob du hier hinkommst oder hier hinkommst. Ich sage alles, was du dir ausdenkst. Ob das ein guter Mensch, ein böser Mensch, ein Stein, ein Haus, ein Baum, eine Mücke ist. Es geht dahin, wo es herkommt. Es fällt, die Welt fällt wieder zusammen in diese Einheit hinein, die du letztendlich selbst bist. Mhm. Darum ist mir so wichtig, wenn ich sage, Holofilling ist kein esoterisches oder religiöses Geschwätz, dass er im Hintergrund immer noch vollkommen mit raumzeitlichen Vorstellungen arbeitet. Der große Glaube, dass man irgendeine Existenz erreicht, die ewig ist, das ist ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich selbst. Das, was du bist, musst du nicht erreichen, das musst du dich bloß wieder erinnern. Der Unterschied besteht darin, träumst du bewusst, das, was ich versuche, mit Holofeeling dir vor Augen zu führen? Ja. Oder unbewusst? Und als normaler Mensch, der sich mit einem Gedanken von sich selbst verwechselt, mit der Rolle, mit dem Körper, der er zu sein glaubt, ohne den er ja angeblich nicht existiert, lass dir das wirklich einmal auf der Zunge zergehen, im Gehirn zerschmelzen. Ich bin dieser Körper, wenn es den nicht gäbe, wenn es das Gehirn nicht geben würde, wird es mich ja nicht geben. Geh ist eben, Geist ist eben. Und dein Gehirn existiert hundertprozentig sicher nur, wenn du an Gehirn denkst. Ja. Und du bist dir so sicher, aufgrund eines Schwamminhalts, der dir logisch erscheint, dass du dieses Gehirn bist. Und ein Mensch, der dieses Programm hat, jetzt sage ich rot, ein Adam, der hört nicht zu. Wenn ich immer wieder darauf hinweise, selbst mit deinem jetzigen Glauben muss das, was du wahrnimmst, in deinem Gehirn in irgendeiner Art und Weise als Information vorliegen. Ob das jetzt in dir selber aufgetaucht ist, normale Sprache, ob dir das jetzt eingefallen ist oder aufgetaucht ist in dir, oder ob das in irgendeiner Form von außen kommt, in Form von Licht- und Schallwellen, die weder zu sehen sind, du siehst keine Lichtwellen und du siehst keine Schallwellen. Sobald du dir das naturwissenschaftlich vorstellst, sind das schon wieder Konstrukte. Ja. Das ist die ganze Naturwissenschaft jetzt vom Tisch. Diese Widersprüche. Das rauscht, wenn der Zweite übermächtig ist, bist du blind und taub. Dann gehörst du zu den Menschen, die laufend Sachen sehen, die sie nicht überhaupt nicht sehen. Die Meinungen vertreten, die reine Konstrukte, Schwamminhalt sind, ob das Glaubenssysteme sind. Es wird dich keine ältere Religion, wenn man die großen Religionen nehmen, die sind zwar voller Weisheit, aber nicht, wenn man sie raumzeitlich auslegt. Absolut. Genauso sind die Physikbücher voller Weisheit, aber nicht, wenn man sie raumzeitlich auslegt. Absolut. Da habe ich genügend Beispiele gebracht. Ja. Und da wirst du irgendwann einmal diese Schizophrenie merken, dass das so offensichtlich ist und die Erklärungen sind dann immer so einfach. Ja. Dieses zwanghafte in die Vergangenheit denken. Im Weißenburg-Vortrag habe ich das so schön gesagt, ein Bild ist ein Bild. Und es taucht jetzt in dir auf und du kannst dir jetzt bewusst machen, ist das Bild auf meiner VR-Brille jetzt normal gesprochen, ist es ein Fetzen Papier oder ist es eine Anordnung von Pixeln auf einem Monitor, kleine leuchtende Lämpchen oder Farbspritzer auf einem Papier. Ja. Und das ist niemals in der Vergangenheit gemacht worden, das Bild, geschweige denn das, was du dann aus dem Bild für eine Vorstellung aufbaust. Das ist ja wie aus Worten, es ist ja, spielt ja keine Rolle, ob du ein Bild ausdenkst dir jetzt. Ja. Und du denkst jetzt irgendwas aus. Darf ich da was dazu sagen? Ja, selbstverständlich. Ist mir aufgefallen, das war also hammermäßig. Ich habe ein bestimmtes Bild, nennen wir das Haustüre, und in dieser Wohnung, da habe ich viele Erlebnisse gehabt mit dieser Wohnung unter mir, mit den Bewohnern. Und ich schaue nur die Tür an, dann ist mir aufgefallen, ohne Zeit, ohne Worte, alles, was ich da erlebt habe, ist auf einmal da. Das spielt überhaupt Zeit keine Rolle. Das ist wie
alles auf einmal das da. Jetzt. Das, was du siehst, muss hier und jetzt in deinem Kopf sein. Gleichgültig, ob jetzt das nur feinstoffliche Information ist oder sinnlich wahrgenommene Information ist. Aber als wenn da alle Informationen auf einmal da sind, nicht auseinandergerissen, ohne das, dass... Das ist im Hintergrund. Das ist es im Hintergrund. Das hast du Geschichte, die, du hast einen kleinen, du hast immer ein kleines, ja, dir fällt zum Beispiel eine Geschichte ein, in dem Moment, wo das auftaucht, taucht es noch gar nicht auf, ich sage jetzt einmal ganz bewusst, irgendeine kleine Episode aus deiner Vergangenheit. Das ist jetzt erst einmal ein Impuls, der in Arbeitsspeicher geladen wird. Ja. Und sobald du da anbeißt, machst du aus dem im Arbeitsspeicher einzelne Bilder, die jetzt wirklich zu Bildern zumindest zu Worten sind. Ich sage, du machst ja meistens, wenn du denkst, sind ja existieren nur die ständig wechselnden Worte und du könntest jetzt aus jedem Wort nur ein Bild machen, aber das machst du ja meistens nicht. Und die Schwierigkeit, wenn ich immer wieder sage, das, was du jetzt siehst, ist kein Finger. Schau genau hin. Und es bewegt sich auch nicht, wenn du weißt, wie das funktioniert. Und interessant ist, ich habe das einmal so gemacht, sage ich, hier, pass auf, jetzt taucht der Finger auf und jetzt ist er wieder weg. Der ist nicht weg. Erstens ist es gar kein Finger, sondern du denkst dir jetzt hinter diese illusionäre Hand, denkst du dir den Finger dahinter. Das heißt, wir haben immer wieder ein VR-Brillenbild, das siehst du jetzt vor dir. Das wäre jetzt der Monitor. Und dann machst du einen Hintergrund, den du aber rein logisch konstruierst. In dem Moment, wo dir jeden Moment bewusst ist, was jetzt wirklich da ist, Konstrukt innen feinstofflich VR-Brille. Ja. Diese vielen kleinen Beispiele sind nicht diskutierbar, schon wenn einer diskutiert und du wirst feststellen, sobald du wieder mit normalen Menschen redest, die versuchen nur mit aller Gewalt ihren alten Glauben mit diesem Ja-Aber festzuhalten. Ja, und der Witz ist, wenn du jetzt so eine Episode jemandem erzählst, da fällt es dir noch krasser auf, dass da überhaupt nicht alles dabei ist, dass du es wieder auseinanderreißt. Wen erzählst du es? An Gedanken von dir. Na, das ist so bescheuert, da denke ich mir, was machst du da eigentlich, wie ich das gemerkt habe? Und Scheiße. Umso mehr, darum nennt sich ja das Ganze in Holofeelings, hast du mal Selbstgespräche. Alles, was ich erzähle, erzähle ich mir selbst. Mit mir selbst meine ich den, der jetzt seine Informationen beobachtet. Jetzt wirst du natürlich feststellen, dass es da verschiedene Mir-Selbste gibt. Das sind die roten Ichs, weil die Informationen, die du jetzt hast, sind andere Informationen wie die Informationen mit dem Programm Madino oder mit dem Programm Udo. Wenn wir jetzt ganz normal denken, das ist diese Sache mit den, du kannst wirklich ansatzweise in Köpfe reinschauen. Ja. Aber nur ganz, ganz grob, das hängt davon ab, wenn du jetzt immer wieder sagst, du denkst jetzt meinetwegen an die Andrea und du denkst, du stehst bei der Andrea in der Küche. Mhm. Dann kannst du ein Bild aufbauen, aber nur, wenn das auf deinem Programm drauf ist. Die Martina kann jetzt das. Ja. Wenn du jetzt irgendein anderer bist, der noch nicht bei der Andrea war, in seinem Traum, der hat nur eine Blackbox. Ja. Und darum zerplatzt es in unheimlich individuelle Perspektiven und Sichtweisen. Aber die sind im tiefsten Innern sind die eins. Das ist diese Energie, die ständig in eine andere Form von Energie in unendlich vielen Facetten umgewandelt wird. Mhm. Und das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Aber was dabei immer gleich bleibt, ist der verbindende Parameter. Und da gibt es verschiedene Arten, Stufungen. Das heißt, das rote Ich ist ein verbindender Parameter für das ganze Lebensbuch, in dem auch das Wissen der von dir ausgedachten Menschheit drin ist. Ja. Das ist die Sache, wo ich sage, das Internet, das du dir ausdenkst, ist noch nicht das absolute Internet. Ja. Darum war das mit den 16 Seiten so wichtig. Ja. Da weiß zwar jeder, da gibt es zwar bloß ein Internet, aber dein Internetanschluss ist ein anderer Internetanschluss wie mein Internet, weil wir andere Provider haben. Ja. Das ist in einer komplexeren Form, sind das verschiedene, könnte ich wieder sagen, komplexere Formen, Bücherregale oder nennt es, wie es will. Die greifen zwar immer alle auf dieselbe Quelle zurück. Das ist diese große Verbindung von allen. Und selbst innerhalb der Provider kann sein, schau, wir haben jetzt zum Beispiel festgestellt, ich mache jetzt eine raumzeitliche Geschichte, der Holger wohnt ungefähr 400, 300 Meter von mir weg. Mhm. Und wir haben wirklich festgestellt, da wäre eigentlich logisch, da muss er, jetzt denke ich voll raumzeitlich, da muss er irgendwo, muss ja, das Signal hat auch Kabel Deutschland, sprich Vodafone über Kabel. Vodafone hat ja auch die normale Leitung, die auch zum Beispiel die Telekom benutzt, diese klassische, wir haben ja in der Regel zwei verschiedene Telefonleitungen. Entschuldigung, wir haben eine Telefonleitung in den Häusern, die klassische, und Kabel Deutschland benutzt dann hier das Kabelnetz vom Kabelfernsehen früher. Die haben das aufgekauft.
Das sind Sastamal-Leitungen. Wenn du jetzt nur die alte Telefonleitung benutzt, im klassischen Sinn, die benutzen ja alle. Das ist dasselbe mit einem Stromanschluss. Geh mal ins Internet und schau mal bloß Stromanbieter wechseln. Das ist Stromanbieter. Es gibt, wo du deinen Strom kaufen kannst. Ja. Aber die kommen ja alle aus derselben Leitung. Ja. Und genauso ist es hier mit der klassischen Telefonleitung, mit dem Telefonanschluss, ob du jetzt 1 und 1 nimmst oder Vodafone oder was es Telekom, was es sonst noch alles gibt. Wenn du die Telefonleitung benutzt, kommt das alles aus derselben Leitung. Ja. Ausnahme ist jetzt bei Vodafone zum Beispiel, weil die eben das jetzt ausgedachte ältere Kabel-Deutschland-Netz, die ja nur Fernsehen gemacht haben, aufgekauft haben und speisen jetzt, haben die zweite eigene Leitung, haben dieses Kabelnetz, wo auch das Fernsehen früher gelaufen ist. Und jetzt ist interessant, jetzt komme ich eigentlich zurück. Der Holger wohnt 300 Meter von mir weg. Der hat auch Kabel Deutschland, das Kabelnetz, und es muss trotzdem eine andere irgendwo in Weißenburg, jetzt natürlich merkst du, wir konstruieren eine Vergangenheit und einen Ursprung. Das ist das, was du merken musst, wie hartnäckig, ich mache das jetzt ganz bewusst, wie du in deinem Alltagsbewusstsein, ob du Autos siehst, das ist diese Sache, schau zur Tür, schau die Türklinke an, die ich tausende Male wiederholt habe. Schau in dich rein, was du glaubst. Schau, was ist, und schau in dich rein, was du glaubst. Ich sage jetzt ganz, ganz bewusst, der Musser ist ja Kabel Deutschland, ist Kabel Deutschland. Und wir haben jetzt wirklich festgestellt, wenn jetzt hier, es ist schon gewesen, dass bei ihm das komplett ausgefallen ist, aber nicht im Haus. Das war zum Beispiel hier ganz, ganz definitiv bei ihm, ist Fernsehen und Internet, ist bei ihm einwandfrei gelaufen und bei mir ist komplett, absolut alles tot gewesen, die ganze Leitung. Jetzt wäre die Möglichkeit, dass bei mir im Hausverstärker was kaputt ist und nur in meinem Haus ausgefallen ist. Das kann aber nicht sein, weil er dann, wenn du die Lindenstraße die Fehlermeldung machst, hat er nämlich ganz klipp und klar gezeigt, der Fehler war nur in der ganzen Lindenstraße. Also wo ich wohne. Und ein paar Straßen weiter, das haben die bei Vodafone festgestellt, die sagen, wir arbeiten fieberhaft dran, es wird bis um 20 Uhr, hat es geheißen, wird der Fehler wieder behoben sein. Der Holger wohnt 300 Meter von mir weg und bei denen ist alles einmal frei gelaufen. Jetzt merkst du, das ist dasselbe und doch nicht dasselbe. Das hängt durch diese Aufzweigung. Darum ist es, dass hier im Schwamminhalt, in dem Moment, wo du jetzt zum Beispiel einen katholischen Schwamminhalt hast, ist es noch nicht ein christlicher Schwamminhalt, wenn du jetzt in Sekten bist. Und dass es immer nur Facetten von Facetten sind. Wir können jetzt zum Beispiel gehen in die Medizin, das habe ich so gesagt. Die klassische Schulmedizin als Ding an sich platzt ja in so viele Spezialgebiete auf. Und da weiß die rechte Hand nicht, was die linke macht. Ganz krass ist es zum Beispiel zwischen Physik und zwischen Chemie. Da weiß ich nicht, ich bin doch schon darauf hin, dass zum Beispiel, wenn wir die chemischen Sachen, da reden die auch von Protonen und Elektronen, praktisch von positiven Teilchen und negativen Teilchen, jetzt chemisch betrachtet. Und da gibt es wirklich den Begriff der Elektronenpaar-Zwillinge, weil zwei Elektronen sich zu einer Einheit verbinden. In der Physik ist das Elektron negativ geladen und zwei negativ geladene Teilchen stoßen sich ab. Du musst erst immer mal wissen, von was rede ich eigentlich? Was ist der Ursprung? Und es sind immer, du baust Vorstellungen auf, aber was dich nie interessiert, was ist eigentlich das heilige Ganze? Was ist der Ursprung? Diese Creatio ex nihilo, die Schöpfung aus dem Nichts, wie das übersetzt wird. Aber Creatio, die Kreation heißt eine Auswahl. Da wählt irgendjemand etwas aus. Aus was wählt er das aus? Aus einer Kreation. Die Kreation ist eine Kollektion. Das ist erst einmal dein Schwamminhalt. Das ist, was deine Logik, was ich in dem vorhergehenden Selbstgespräch gesagt habe, das ist so ein kleiner Bereich, wenn du am Internet jetzt sitzt, was du auswählst, was du auf dem Bildschirm holst, aus deinem Internet heraus. Das ist so unendliches Nichts von dem, was du prinzipiell anschauen könntest, wenn du Interesse daran hättest. Aber du hast ja nur immer Interesse an dem, was deine Logik dir vorschreibt. Und so kommst du aus dem System nicht raus. Du kannst es quantitativ aufblähen durch oberflächliche Veränderung. Aber an eigentlichen Kern, an dem eigentlichen Programm veränderst du nichts. Das passiert mit Holofeeling. Und da musst du eine Erweiterung zulassen. Das ist meine Geschichte. Der Buchstabe H musst du zu einem Haus erweitern. Zu einem Wort. Und dann stellst du fest, ich verändere an den Sachen, die sind nichts. Die sind ja alle perfekt. Das sind Puzzlestückchen. Das ist immer wieder, du darfst an Gedanken, wenn du ein wertfreier Beobachter bist, schaust du nur, wie das Puzzlestück jetzt aussieht. Das ist eine ganz grobe Metapher auch für deine Wertungen. Und da wird jetzt erst einmal auffallen, wie einseitig du bist.
Und du bist du Geist, der du dir das ausdenkst, deine eigene Welt ausdenkst, deinen Traum ausdenkst. Du bist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst. Das ist hundertprozentig sicher, egal an was du denkst. Jetzt könnte ich wieder sagen, was hat der Känguru in Australien, ein Neandertaler, bla 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 gemeinsam? Zuerst einmal den, der sich's ausdenkt. Was haben all diese Deppenmenschen, diese Zombies gemeinsam? Dich. Weil die ohne dich in deinem Kopf gar nicht existieren würden. Ist richtig. Jetzt in dem ausgedachten Kopfkinokopf von dem träumenden Geist, blau gelesen. Aber wo sind sie, wenn du sie nicht mehr denkst? Seinsmöglichkeiten aus einer Einheit. Facetten, Perspektiven. Und wenn du es einmal erahnst, dass du ein kleines Heureka kriegst, dann merkst du, wieso das nicht nur 16 plus 32 dann sind, sondern dass das noch viel mehr ist. Und dann macht der Schenkel und der Engel, Sohn vom Sohn vom Sohn, heißt ja eigentlich Ben vom Ben vom Ben. Polare Existenz von einer polaren Existenz. Das heißt, die polare Existenz sind zwei. Ja. Und die polare Existenz davon sind vier und die polare Existenz davon sind acht. Und jetzt denk an mein Beispiel hier, dass du da bist, muss es zwei gegeben haben, dass die so sind, müssen vier da gewesen sein. Das hat nichts mit irgendeinem Darwinismus, mit einem Zurückrechnen zu tun. Ich gehe da jetzt nicht nochmal drauf ein, es dürfte allgemein bekannt sein, wenn man ein bisschen sich mit Holofeeling beschäftigt hat, das widerlegt eigentlich schon, dass Menschen irgendwie aus der Vergangenheit kommen, Gedanken aus der Vergangenheit kommen. Das, was die Vatersprache mit der Sprache als Ding an sich macht, darum sage ich immer wieder, solange du in dem Wahn dieser Weisen der Welt lebst, dass du meinst, dass die menschliche Sprache rein zufällig aus unartikulierten Tierlauten entstanden ist, es ist so geistlos, Materialismus ist geistlos, im Anfang war die Materie. Und irgendwann einmal ist dann die Materie so weit entwickelt gewesen, dass in dem Gehirn Bewusstsein entstanden ist. Es muss doch zuerst einmal das Bewusstsein da sein, dass sich das ausdenkt. Ja, klar. Bewusstsein ist immer. Aber wenn das wirklich immer ist, dann ist das Bewusstsein, das wir uns denken, ist kein Bewusstsein. Ja, richtig. Das ist der Trick mit Rot und Blau. Ja. Das muss verstanden sein und es kann nur Geist verstehen. Und Geist, was ist Geist? Ist auch bloß wieder ein Wort. Was für eine Vorstellung machst du daraus? Dieses macht dir kein Bild von Gott, von den Göttern, keine Gottesbilder, keine Vorstellungen. Gott als das Innerste, als das All, als das Nichts, dieses Nichts, diese große, diese allumfassende Kreation, aus der alles entspringt, kann nicht existieren. Außer in Form von unendlich vielen Facetten. Ein Mehr als Ding an sich kann auch nicht existieren, weil das, was immer ist, wenn das aus sich heraustritt, dann zumindest als eine Welle und die Welle ist schon nicht mehr das Meer. Ja. Es sind zwei Facetten des Meeres. Und da wirst du meinen, dass die Physik heiliger ist. Die Physikbücher, die Arithmetikbücher, die sind genauso heilig wie die Heiligen Schriften. Es geht nur, was für Vorstellungen erzeugen diese Worte oder die Zeichen, die Formen. Das ist ja schon die Form L. Die Form Gottes. Das sind Formen. Ja. Da kriegst du eine Iteration. Was ist Iteration? I ist unser rotes Ich und TR heißt Reihe. Erscheinende Berechnung. Ja. Und das ist immer eine Reihe, eine Spiegelwahrnehmung. Immer an den ersten Spiegel, die erste Lampe denken. Wenn die was Ausgedachtes ist, ist es nicht die erste. Der erste ist nicht denkbar. Ja. Du kannst ihn selbstverständlich denken, aber der ist dann nicht mehr der Erste. Wenn du die Hologrammatik lesen tust, da ist es hochinteressant. Das, was man die erste Person nennt, dieses Ich, ist ein ausgedachtes Ich. Ja, natürlich. Du sagst, hast ein Du weist immer darauf hin, dass irgendetwas gegenüber liegt. Ja, genau. Das heißt, die erste Person, das ist eigentlich Du. Ja. Es verschiebt sich um eins. Merkst du? So wie wenn du an dich denkst, auch wenn du an dich als Mensch jetzt denkst oder als Geist denkst, muss ja einer da sein, der sich den Geist ausdenkt. Richtig. Das ist immer wieder, wenn ich sage, du bist ein träumender Geist, der bist du natürlich nicht. Du bist der, der sich in träumenden Geist ausdenkt. Der bist du natürlich auch nicht, weil da muss ja einer sein, der sich jetzt ganz bewusst jemand denkt. Du musst weg von der Vorstellungswelt und dann wirst du irgendwann einmal verstehen, lernen, dass du wirklich etwas bist, das in keinster Weise existieren kann, weil du ewig bist. Und dann bist du ich. Ja. Und das ist Selbstgespräch, bezieht sich auf dieses rote Ich selbst, dieses Ich Bin. Und da haben wir natürlich schon wieder das Spiel, weil das Bin, hebraisiert, heißt ja zuerst einmal B-I-N,
B heißt in mir, ist rot geschrieben ein Sein. Ich kann natürlich, in mir ist Existenz. Ja. Jetzt, wenn ich das B aber griechisch nehme, immer dran denken, griechisch, GR, blau gelesen, Gehirnberechnung heißt ja, zuerst einmal fremd. Ja. Alles, was du mit deinem Gehirn berechnest, erscheint jetzt erst einmal fremd. Weil du sagst, das bin ich ja nicht. Es gibt ja aber immer eine Ausnahme, die die Regel bestätigt, wenn du an deinen Körper denkst. Ja. Und dieses GR-Ich, althebräisch auch der Fremde, der in der Fremde übernachtet, das ist die Fremde, ist diese Traumwelt. Dieses GR-Ich, Ich, Ich heißt Gestaltwerdung. Wenn wir jetzt das Bi griechisch aussprechen, heißt es zwei. Zwei. Bisexuell zum Beispiel. Ja. Bi-stabil. Zwei stabil. Dann ist Bien heißt zwei Existenzen. Ja. Jetzt, wenn ich aber das Bin hebraisiere, ich mache jetzt die Buchstaben B-E-N als Ganzes, dann wirst du feststellen, in Gematrie Explorer, das ist das hebräische Wort unter anderem Wort. Können wir mal ganz kurz einschalten? Ups. So müssen wir es machen. Das ist sehr, sehr komprimiert. Du wirst jetzt das mal feststellen, das ist das hebräische Wort für zwischen. Da steht jetzt noch ein ZWI-Raum. Zwischen. Steht auch noch verstehen, achten auf, einschalten, in der und interpolieren. Zwischen. ZWI ist ganz interessant. Weil dieses Zwischen, schau, steht jetzt hier ZWAF, das Befehl, Befehl, zwei Fehl. Habe ich so oft erklärt. Ja. B ist immer der zweite Buchstabe. B, also Z, die Geburt von was doppelt aufgespannten. Dieses Wort heißt Befehl, ZWAF. Jetzt fällen zwei in der Mitte, das ist Wellenball von Wellendal, ausgedachterweise. Ja. Heißt auch Order, eine Order, ein Befehl. Or heißt wieder erweckt, DR, eine erweckte, geöffnete Berechnung ist eine Generation. Und Ischen heißt schlafen und etwas vor sich hinträumen. Ja. Schaut DR in der Order, der Befehl zu schlafen und zu alternieren. Das ist bin, ich bin. Ich bin jetzt schlafend und ich habe den Befehl, was vor mich hinzuträumen. Das muss man zuerst einmal erahnen, was da passiert. Ja. Und passieren, was ist eine Passion? Was ist, wenn was passiert? Dann schaust du mal passieren, das heißt vorüberziehen. Ganz genau. Die Passionsgeschichte. Das ist eine Passion. Man nennt es auch übertragenerweise eine Leidenschaft. Ja. Aber jetzt ist das Leiden, wenn du das schon wieder negativ liest, das ist ja, du musst eine feine Antenne kriegen, dass du Unmenge von Begriffen, in der Regel eigentlich alle Begriffe, nur immer einseitig auslegst. Das ist ganz... Wörter, die ganz, ganz definitiv bloß einseitig sind. Wenn ich jetzt das Unglück zum Beispiel nehme, die Vorsilbe UN, UN kann ja verbundenes Sein heißen oder aufgespannte Existenz. Ja. Ist jetzt das Glück ein verbundenes Sein? In dem Moment wird das GL auch rot gelesen und hast das geistige Licht. Ja. Wenn ich jetzt so eine aufgespannte Existenz habe, wird das Gehirnlicht GL zu einer Welle. Ja. Das ist eine simple Physik. Man muss sich das einmal aneignen, nur die Beispiele anhören. Genauso ist es hier der Verlust. Da schreite ich das Wort Lust schon an. Wir wissen, die Vorsilbe Ver hat auch zwei Seiten, nämlich etwas verbinden oder etwas verstreuen. Ja. Aber beides ist die Lust. Wenn ich immer sage, das Essen macht so viel, genauso viel Spaß wie das Kacken. Ja. Ja. Ja, ja. Das ist der Heilungsprozess, wenn du das denken kannst. Ja. Ja. Ja, ja. Ist jetzt der Verlust, jetzt rede ich wieder als normaler Brüssel, oder der Verlust meiner Mutti, die letzten Gespräche, wo wir hatten, habe ich gesagt, Mutter, es wird dann passieren, wenn du loslässt. Du musst einfach es loslassen lernen. Das letzte Mal, wo ich sie gesehen habe, war sie bloß da, da war sie schon sehr schwach und habe bloß gelächelt, ich weiß schon, Bub, ich lasse jetzt los. Das soll jetzt, geh doch. Da ist in mir Freude. Ich bin ja so bei was im Vergleich zum normalen Denken, wie kann der sich freuen? Ich habe so oft gesagt, ich war ein totales Mamakind. Es ist die absolute Freude, ich habe sie heimgeholt. Ja.
Die hat dann immer gesagt, Bub, das war so immer bei jedem. Ich habe das schon mal erzählt, wenn ich also Besuch gehabt habe und wir sind zu meiner Mutti gegangen und dann hat die, war schon ein Alterssenil dann am Schluss, wo sie dann immer gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, wie der auf die Welt gekommen ist. Der hat so einen schönen Kopf gehabt. Dann haben wir mal gesagt, siehst du, Mutter, das verwechselt sich alles. Und dann haben wir, und dann hat sie mal gesagt, und dann haben wir gedacht, das wird einmal der ganze Gescheiter. Von mir hat er das nicht. Und dann habe ich gesagt, das stimmt, Mutter, das habe ich von meinem Vater. Vom wirklichen Vater. Ja. Das sind lauter solche Stellen. Wie gehst du mit Worten um? Wie einseitig legst du das aus? Und du wirst merken, das zwingt dein Ego, zwingt dich dazu. Theorie und Praxis ist ein Riesen. Theorien sind Sichtweisen, die Praxis ist die Wirklichkeit. Ja. Profiling funktioniert so schön, solange du nicht mit einem wirklichen Koffer an Wieder. Problemen, mit einem Koffer an Problemen konfrontiert wirst. Das ist ja viele sagen, ich weiß, ich bin ja bloß Geist, mir passiert ja nichts. Und dann haben sie irgendwann einmal wenn ein größeres Wärchen und sofort rennen sie wieder zum Arzt. Ja. Und dann kann ich jetzt bloß sagen, jetzt machen wir wieder all die Aufzeichnungen, Paracelsus, habe ich so oft gesagt, kann ich dir gern die Stelle zeigen. Alle Krankheiten kommen von Gott, weil alles von Gott kommt. Ja. Und er testet euch, ob ihr ihm vertraut oder den Herrn Doktores, die er ja absaut ohne Ende von den Universitäten. Und für dich wird das verwirklicht, was du glaubst. Das ist der Test. Ja. Die Frage, einen Gedanken am Leben erhalten zu wollen, ein Gedanke, der man zu sein glaubt, ist die Quelle von Leid. Und das Loslassen ist der Weg in die Freiheit. Mein simples Beispiel mit dem Weidezaun. Das Ja. tut so weh. Ich sage, lass doch einfach los. Ja. Das Ja. sind viele, viele Stellen hier, wo man merkt, wenn ich jetzt Udo-Geschichte nochmal mache, ich habe die zwar schon ein paar Mal erzählt, aber um das nochmal zu unterstreichen, das erste Buch von 1989 noch über die Sterianlagen, vor Menschensohn. Ja. Ich gehe jetzt auch nicht in Detail, da habe ich ein Vorwort reingeschrieben. Und da habe ich immer gesagt, hier, das Buch widme ich meiner Mutter, weil sie mir immer ein absolutes Vorbild war für Demut, für einverstanden sein. Ja, ich erinnere, Immer ja. schön einverstanden sein. Ja. Und das eigentliche Heureka in dieser Beziehung, was ich auch ihr gesagt habe, was sie dann am Anfang zuerst schockiert war, aber dann, wie sie selber zum Denken angefangen hat, für ihr eigentlich voll bestätigt wurde, wo ich gesagt habe, das war, du warst für mich immer für Demut und das Leid ertragen und immer, nee, es war nur Arschkriecherei. Jeden nach dem Mund reden, dass ja jeder nicht schlecht über dich denkt. Dann Ja. habe ich gesagt, Mutter, wie ich dann festgestellt habe, dass du eigentlich das genaue Gegenteil bist. Du bist der grausamste Mensch, den ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Ich weiß keinen grauseren Menschen wie du. Dann war sie zuerst einmal schockiert, dann habe ich gesagt, du hast nämlich einen Menschen bis aufs Blut gequält. Dich selber. Genau mit dieser Einstellung. Genau, und das merkt man auch bei dem, den man jetzt ich nennt, da habe ich jetzt auch so viele Dinge gefunden, wo genau dieses Prinzip passt. Genau das wollte ich dir jetzt sagen. Du hast nämlich die Mutter, jetzt pass auf, die Mutter, ich tue jetzt das Wörterbuch nicht her. Mäder kommt ja auch das Wort Matrix im Griechischen. Ja. Und das ist das Verrückte. Deine Mutter ist zur Zeit das Weib, aus dem alles entspringt und das ist deine Logik, dieser Ja. Schwanginhalt. Ja. Okay? Ja. Und die erzeugt auch die Grausamkeit. Ja. Jetzt können wir natürlich grausam mal positiv leben, weil grau ist ja die Mischung von schwarz und weiß. Das Ja. ist immer der Krishna, das ist ja die Geschichte, wo ich auch schon darauf eingegangen habe. In Krishna ist ja zum einen der Gott und in der Bhagavad Gita hat er den Schüler, ist der Arjuna. Arjuna heißt auf Sanskrit weiß. Weiß genau, ja. Der alles weiß. Und das Erste in der Bhagavad Gita, geh auf dieses Schlachtfeld und schlachte jetzt erst einmal deine ganzen Verwandten ab. Die sind nämlich die Ursache des Umfelds von dir, könnte ich sagen, die Ursache für deinen jetzigen Schwamminhalt. Ja. Und mit meiner Mutter, könnte ich jetzt als Udo sagen, ist meine Matrix vollkommen gestorben. Das erinnert mich an was. Ja. Aber das ist jetzt natürlich immer wieder in Bezug auf eine Figur, auf eine ausgedachte Figur. Meine ist schon längst tot. Ja. Das Spiel. Gibt immer wieder viele Perspektiven. Du löse dich von einer einseitigen Aussage. Schau dir, wenn du was hörst, schau dir jetzt erstmal an, was du jetzt für eine Vorstellung draus machst. Ja. Ja. Das ist Also ich. darum ist auch der Vater, wenn ich schon mal gesagt habe, der Vater des V.
Können wir ja W draus machen, dann kriegst du. Ja, Aber ja. jetzt ist die Frage, rede ich dann von dem blauen Wasser, von der Gedankenwelle, wo ich jetzt auch meinen Vater, meinen Trockennasen auf dem Vater, das sind Ja. alles nur Brösel, das sind Gedanken von dir. Ja, Das natürlich. Rote ist, El Hayom ist wichtig. Ja. Das ist dein wirklicher Vater. Ja. Das Water Rot. Ja. 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 Und es geht jetzt nicht um diese Worte, sondern ein Prinzip, was bin ich? Ich, was an was denke ich bei dem Wort ich? Ja. Das kann ich nicht sein, weil ich der bin, der sich das ausdenkt. Ja. Und nur das wirklich verstehen lernen, akzeptieren. Da haben wir zwar mal ein Tier mit drin, aber auch das Zepter. Ja. Und das ZB ist ganz wichtig. Die Geburt von Wissen, blau gelesen oder rot gelesen. Der Geburtsgeber ist die Weisheit. Ja. Das Geburt von Wissen ist ZB, heißt auf der Wasseroberfläche schwimmen. Ja. Das ist die Welt deiner Gedankenwelt. Ja. Und es ist so schwer zu verstehen, wenn ich sage, mach dir doch einfach bewusst, du stehst vor allem, was du hierarchisch gesehen, vor allem, was du dir ausdenkst. Das heißt, du bist letztendlich der rot geschriebene Rai. Rai übrigens, wenn du in die Sprachen gehst, heißt König. Ja, ist richtig. Mir sagen aber, Rai heißt der Kopf des Schöpfergottes, und das ist das hebräische Wort für Spiegel. Ja. Das ist der erste Spiegel. Ja. SBI, rot geschrieben, heißt die bewusste Weisheit Gottes. Ja. Blau gelesen, SBI, I als Endziffer, SB ist die Schwelle, eine logische Welle mit dem I deines Intellekts, das heißt meine Schwelle. Meine logischen Wellen bauen auf dem Intellekt auf. Ja. Und dieser Spiegel in der Mitte, sobald du dich jetzt als der du zu sein glaubst, vor den Spiegel siehst und dein Spiegelbild anschaust, ist beides im Kopf des Schöpfergottes, der vorm Spiegel und der hinterm bzw. im Spiegel, sind Ja. beide schon was Ausgedachtes. Der Spiegel selber, den ich jetzt rot mache, den kannst du nicht denken. Ist richtig, ja. Ja. Das ist eine höhere geistige Physik. Ich Ja. wiederhole das und wiederhole das. Und wenn du das wirklich verstanden hast, und das kann jeder rein vom intellektuellen Wissen, jeder 13-Jährige verstehen, es erfordert kein Studiertsein. Ich betone immer wieder, Holofeeling hat auch zwei Seiten. Diese Kindergartenbeispiele für jeden 13-Jährigen verstehbar, und diese unendliche Komplexität an intellektuellem Wissen, ob das Physik oder Chemie ist, das verschmilzt mit Holofeeling alles in einer Einheit. Jetzt lassen wir es aber gut sein, sonst wird es zu lang. Spiel doch eine Runde, Mensch. Mach dir das immer wieder bewusst, jeden Moment. Schau einfach, was jetzt da ist, und beobachte, wie du darauf reagierst, wie du es interpretierst, dass dir als erstes einmal bewusst wird, dass du immer unbewussterweise immer noch zwanghaft, wenn jetzt was in dir auftaucht, wenn du dir bewusst machst, was du glaubst, was auf deinem Schwamminhalt, deinem Programm drauf ist für eine Suggestion. Dass du wirklich in den meisten Fällen, mach dir das einfach bewusst, wenn du spazieren gehst, du hörst zwitschern und du denkst dann an einen Vogel. Ja. Und mach dir bewusst, wie sehr du noch glaubst, dass das Zwitschern in dir aufgetaucht ist, weil da außen ein Vogel ist, auch wenn du nicht dran denkst. Das Spiel Dass machen wir dein Telefon oder dein Handy klingelt und du so. fällst, inwieweit ist in dir noch der Glaube, das hat geklingelt, weil da außen, unabhängig von dir, welche existieren, irgendeiner, der dich anruft. Aber Udo, das ist wieder das Fantastische, dass ich das jetzt immer mehr merke, dass das von dem Programm gemacht wird. Darum geht es mir. Das ist das Einzige, es geht nur ums Bemerken. Und Genau. nicht das nicht kritisieren, sondern bewusst machen. Darum Ja. sage ich, wenn das dann dieses Bewusstsein wächst, wächst automatisch, ohne dass du was loshaben willst, die Sinnlosigkeit vieler solcher zwanghafte Hintergrundinformationen, die du dir jetzt erst bewusst machen musst. Du musst diesen Glauben in deinem Arbeitsspeicher ins Bewusstsein heben. Dieses Hochheben heißt, du musst zu einer Existenz, eine Existenz draus machen, dass du jetzt ganz bewusst denkst, mein, was glaube ich eigentlich? Ich glaube ja, und dann machst du eine gedachte Existenz draus. Das muss einmal auf der Oberfläche gedachterweise von dir gedacht werden. Da musst du dir aber zuerst bewusst machen, was in dem Arbeitsspeicher im Hintergrund läuft, weil sonst kriegst du das nicht mit. Und das ist jetzt kriegt man schön den Schlusssatz vom Anfang, der erste Satz, ich bin schockiert zum letzten, weil
weil mir das jetzt auffällt. Oh mein Gott, das habe ich noch gar nicht so gemerkt. Das ist das Positive und gleichzeitig Schockierende. Wir haben ja zum Beispiel auch, wir haben natürlich auch zum Beispiel jetzt, wenn ich sage, auf der Verabrede, was ist auf der Verabrede drauf? Dass du immer wieder dir klar machen musst, dass der Inhalt einer Verabrede sich erst verändert, wenn du das bewegst, aber du siehst in der Regel gar nicht den Verabredeninhalt, weil du dich fokussierst. Ich sage jetzt zum Beispiel, Schnipp, die ganze Zeit war vor dir, vorausgesetzt, du sitzt jetzt in einem Raum vor einem Computer, es kann ja sein, dass du ein Handy in der Hand hast, war die ganze Zeit die Tastatur da auf deiner Verabrede. Auch wenn du sie nicht angeschaut hast, jetzt schau sie mal an. Hast du die, jetzt mach dir wirklich bewusst, war die ganze Zeit da. Jetzt ist ja ganz klar da, wenn du sie anschaust. Aber wenn du jetzt normal das Bild anschaust, ist die am unteren Bildrand ja auch, aber du hast aber bloß, was hast du jetzt eigentlich fokussiert? Die Ja. Martina oder den Udo? Hast du nicht laufend immer wieder gewechselt? Jetzt, wenn du die Martina bist, haben wir wieder drei. Jetzt hast du mal, bist du jetzt die Martina in dem Punkt, wo du dir denkst, das wird jetzt aufgenommen, hast du die ganze Zeit bloß den Udo angeschaut? Bist du jetzt die Martina, die sich jetzt die Aufnahme anhört, dann siehst du jetzt den Udo und die Martina. Bist du jetzt wer ganz wer anders, der sich die Aufnahme anschaut? Inwieweit glaubst du, dass diese Aufnahme in der Vergangenheit aufgenommen wurde? Ich sage immer wieder, die wird jetzt aufgenommen und jetzt angeschaut. Aber wer sich das anschaut und wann er glaubt, dass er das angeschaut hat oder anschauen wird, bestimmt maßgeblich, wenn total andere Bilder. Das sind die Perspektiven. Das sind die Perspektiven, die gleichzeitig da sind. Ja. Jetzt lassen wir es gut sein. Tschüss. Danke. Tschüss.